Veranstaltungstipps werden Ihnen präsentiert von der Mannheimer Abendakademie, Ihrer Erfrischung für Körper, Geist und Seele. Wir starten jetzt durch in Richtung Wochenende, aber bevor wir Ihnen erzählen, was es mit dieser wunderbaren Lok hinter uns auf sich hat, schauen wir erstmal nach Worms. Vor dem Dom werden ab heute wieder die Nibelungenfestspiele aufgeführt. Die Bühne besteht fast ausschließlich aus Wasser, also Spektakel vorprogrammiert. Genau da drüben, direkt vor dem Dom, finden gerade noch die streng geheimen Proben statt. Aber wir durften schon mal rein. Im Mittelpunkt der Aufführung Hildensaga, ein Königinnendrama, stehen die beiden starken Frauen der Nibelungensage, Kriemhild und Brünhild. Die Königinnen verbünden sich und wehren sich gegen eine Männerwelt, die außer Rand und Band geraten ist. Wer sie so stark macht, der künstlerische Leiter Thomas Laue. Bei uns ist es so, dass diese beiden Frauen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, wie es in den bisherigen Stückvorlagen ist, sondern dass sie sich verbünden gegen diese Männerwelt des Wormser Hofes und gegen die Götter und gegen Hagen und den ganzen Intriganten und versuchen, ihre eigene Version der Geschichte zu schreiben. Fürs Premierenwochenende gibt es noch wenige Restkarten. Die Festspiele werden aufgeführt bis 31. Juli. In Worms gibt es Aufführungen über die Vergangenheit, in Mannheim über die Gegenwart. In der Abendakademie dreht sich alles um die Frage, wie viel Miteinander ist im Quadrat? Für die Recherchen haben die Kursteilnehmer Interviews mit verschiedenen Communities in Mannheim geführt und haben nachgefragt, wo hakt's, klappt's mit der Integration? Und wir dürfen jetzt hautnah dabei sein bei der letzten Probe vor dem großen Auftritt. Aber wir müssen leise sein. Das Freie Kunstkollektiv und die Abendakademie haben ein Theaterstück auf die Beine gestellt, das die Probleme des Alltagsrassismus aufgreift, unter der Leitung von Stefan Rixecker. Man sieht, was viele verschiedene Menschen in Mannheim in den letzten Jahren, teilweise auch schon vor Jahrzehnten, erlebt haben, wie sich Mannheim gestaltet für die verschiedenen Minderheiten und was so passiert im Alltag hier. Am Freitag ist die Premiere, Sonntag spielt die Gruppe in der jüdischen Gemeinde Mannheim. Tickets gibt's ab 3 Euro. Alle Termine finden Sie auf der eingeblendeten Homepage. In Mannheim rollt's also Richtung Wochenende. Und wenn Sie lieber draußen was machen möchten, was bei dem Wetter völlig in Ordnung ist, dann haben wir natürlich auch noch was für Sie. Einsteigen bitte, heißt es jetzt nämlich im Technoseum. Die Feldbahn ist wieder unterwegs und zeigt den Museumsbesuchern, wie schön das Freigelände hier ist. Und das Beste, Verspätungen im Bahnverkehr sind hier nahezu ausgeschlossen. Darauf gibt uns Antje Kaisers, Abteilungsleiterin Museumspädagogik, ihr Wort. Selbstverständlich fährt unsere Bahn pünktlich nach unserem imaginären Fahrplan, der sich nach dem Besucherandrang richtet. Die beiden Wärter sorgen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement für einen reibungslosen Ablauf der Fahrzeiten. Über eine Spende beschwert sich hier aber niemand. Wem das aber alles jetzt viel zu wild war, für den haben wir das alles noch mal ganz in Ruhe, kompakt zusammengefasst. In Worms starten am Freitag die Nibelungenfestspiele. Ab 18 Uhr geht's hier rund am roten Teppich. Unser Tipp, früher kommen, wenn Sie Stars und Sternchen sehen wollen. Es könnte voll werden. Tickets für die Aufführung gibt's online. Am Freitag wird in der Mannheimer Abendakademie das Theaterstück Schwarz-Weiß bunt aufgeführt. Es geht um die Themen Alltagsrassismus und Ausgrenzung. An der Abendkasse gibt es Tickets ab 3 Euro. Und im Mannheimer Technoseum dreht die Feldbahn wieder ihre Runden. Bis Ende Oktober fährt die Bahn täglich. Eine Fahrt dauert ca. 15 Minuten. Die Veranstaltungstipps wurden Ihnen präsentiert von der Mannheimer Abendakademie. Täglich neu, täglich anders.